Jetzt schaue ich aber erstmal wieder rüber zu Anja und Detlef Wange, unsere Bee Gees-Fan aus Hessen, aus Büttelborn. Schön, dass Sie noch bei uns sind. Ja. Wir haben schon ganz viel erfahren und eben auch, dass Sie ganz viel Material zu Hause haben. Und ich stelle mir das so vor, wenn man bei Ihnen mal alle Bee Gees-Sachen aus der Wohnung wegräumt, wäre die dann im Prinzip leer? Also die Möbel wären noch da. Ja, ja, die wären noch da. Nee, ist schon noch ein bisschen was anderes in der Wohnung. Also nicht nur Bee Gees, aber überwiegend. Aber ist es tatsächlich so, ein Leben ohne Bee Gees, ist das für Sie unvorstellbar? Ja. Mittlerweile schon, ja. Sie haben ja auch Ihre Hochzeit tatsächlich darauf ausgelegt. Ja. Ja. Denn Sie haben nicht in Deutschland geheiratet, sondern... Nein. Wir haben in Miami geheiratet. Das war also schon immer ein Bezugspunkt gewesen, Miami. Und ja, Detlef hat mir dann irgendwann unter dem Brandenburger Tor einen Hochzeitsantrag gemacht und hat aber die Bedingung gelegt, er heiratet mich nur in Miami. Okay, weil Sie eben auch diese Beziehung hatten, genau. Und wollten das dann eben. Ja, ich war noch nie in den USA und für mich war das, wäre es ein Highlight gewesen. Und ja, ich habe es einfach probiert. Ich sag, wenn du mich heiraten möchtest oder wenn wir heiraten, dann wäre es schon optimal, wenn wir es in Miami machen. Und haben Sie dann da alleine geheiratet oder haben Sie dann tatsächlich Freunde und Verwandten gesagt, alle bitte? Nein. Ja. Wenn wir irgendwo vom Finanzamt. Ah, hier sehen wir jetzt auch ein schönes Foto von Ihnen beiden. Ja, das war im Maurice Gibb Memorial Park. Wir haben ja nicht irgendeinen Ort in Miami ausgesucht. Am Strand kann jeder heiraten. Es musste halt wirklich ein Bee Gees bezogener Ort sein. Und dadurch, dass man halt nicht auf Berrys Gelände heiraten konnte, der ja nun als einzigster noch dort lebt im Moment, und haben wir gedacht, gut, okay, irgendwo anders. Und ja, wir haben halt einen netten Standesbeamten in Miami gefunden, der uns den Vorschlag gemacht hat, heirate doch dort. Ja, das haben wir natürlich dankend angenommen und ja, und wir haben halt extra uns gedacht, wir müssen irgendwas Besonderes auch wählen, deswegen auch dieser Schwarz-Weiß-Kontrast. Mhm. Ja. War denn der Standesbeamte wenigstens auch Bee Gees-Fan? Nicht wirklich. Er hat es verstehen können, aber ich denke, so ein ganz großer Fan oder so wie wir war er definitiv nicht. Okay, also er musste nicht Bee Gees-Lieder summen. Und er hat seine Arbeit gut gemacht. Ja, er hat sich also sehr engagiert. Der hat während der Hochzeit Fotos gemacht, die Videokamera laufen lassen. Schön. War alles eins, also... Sie haben dann ja sogar Barry, glaube ich, kontaktiert, ne, oder die Familie, und ihn davor, quasi ja. eingeladen. Ja, wir sind einen Abend vorher dort vorbeigefahren, wo Barry wohnt, und wollten ihm halt gerne eine Einladung überreichen, ihm und seiner Familie halt. Und ja, es war halt schon dunkel gewesen und es kam ein Auto die Straße entlang gefahren. Ja, und Detlef kannte so ein bisschen das Auto und das Kennzeichen ist ihm aufgefallen. Er hatte gesagt, entweder sitzt da Barry drin oder seine Frau Linda. Ja, und dann ist er halt ausgestiegen, ist hingegangen zum Auto. Es ist ja nur direkt am Tor stehen geblieben, bis das große, weite Tor aufgeht zum Gelände hin. Ja, das dauert eine Zeit. Und in dem Moment, wie dann Detlef an die Scheibe klopft, ging die Scheibe runter. In dem Moment ging aber auch Detlef seine Kinnlatte nach unten. Weil es nicht Barry war. Doch, es war Barry. Oder doch, aber, eben. Das waren Momente, ja, man hat sein Leben lang drauf gewartet, endlich seinem persönlichen Idol so nah zu sein. Und also ich habe in dem Moment kein Wort rausgekriegt, gar nichts, überhaupt nichts. Und wenn jetzt seine Frau Linda, nicht die da auf dem Beifahrersitz saß, gefragt hätte, wollen wir nicht mal ein paar Fotos machen, dann wären wir da losgefahren nachher, ohne überhaupt ein Foto zu haben oder so. Ja, also die sind so normal als wie jeder andere normale Bürger, also nicht irgendwo abgehoben oder irgendwo. Ist das das Foto dann? Ja, ja, das genau, das hat seine Frau Linda gemacht. Die hat uns extra noch ins Licht gerückt von seinem Auto in die Scheinwerfer, damit ein bisschen was draus wird. Aber es ist spannend, dass man da überhaupt so nah rankommt. Ich hatte irgendwie gedacht bei den Stars, dass das irgendwie schon weiträumig abgesperrt, dass da womöglich irgendwelche Bodyguards rumstehen oder wie auch immer. Gut, die leben ja dort, Das ist für die Alltag einfach. Ne? Wir hatten das Jahr davor, als wir, nee, das war 2006, 2007.
Nee, doch. Das ist egal. Ja, 2006 auf 2007. Als wir das erste Mal da waren, hat Robin, sein ehemaligen Haus, hat der Premierminister von England Urlaub gemacht. Und da war natürlich schon ein bisschen Highlife gewesen. Also Polizei und da wird man dann schon mal gefragt, was man hier möchte. Wer sind und Sie so. Denn? Ja. Wo gehören Sie denn hin? Nee, aber ansonsten ganz normal, also nicht irgendwo. Sind ja auch absolut normal geblieben, nicht abgehoben, keine Starallüren in dem Sinne halt. Also, ja, es ist interessant, dass manchmal die ganz großen Stars haben wirklich weniger Allüren als eigentlich die gar nicht so hoch sind. Ne? Wir wollen noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, denn wir wollen ja noch ein paar Songs uns anschauen und haben uns jetzt noch einen rausgesucht, den man natürlich kennt, How Deep Is Your Love. Oh. Und da hören wir doch mal rein. Feel you touch me in pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. Da bist du ja mitgesund. Ja. Man kann nicht anders sitzen. Jetzt hatten die Bee Gees natürlich eine riesige Fangemeinde, aber es gab natürlich auch die Kritiker, die haben dann manchmal gesagt, ah, die haben so hohe Stimmen und die Texte, die sind ja so ein bisschen inhaltsleer. Was sagen Sie denn denen? Können Sie es trotzdem ein bisschen nachvollziehen oder ist man da als echter Fan wirklich so, nee, kann ich gar nicht verstehen? Ja, das hat jeder hat seinen eigenen Geschmack. Es ist auch normal. Also es wäre schlimm, wenn jeder die gleiche Musik lieben würde. Und von daher akzeptiert es. Und ja, jeder hat eine andere Ansicht dazu. Also für mich ist es eben nicht so. Aber es gibt natürlich andere Leute, die es anders sehen. Und ich akzeptiere das voll. Also ich habe da keine Probleme mit. Gibt es denn Songs oder auch Alben, wo Sie sagen, ah, nee, das war jetzt nicht so mein Fall? Ja gut, mich haben eigentlich eine ganze Zeit lang die ersten Alben nicht interessiert von den Bee Gees. Das war also vor meiner Zeit, bevor es mich gab. Und da hatte ich einfach nicht den Bezug dazu. Mhm. Das habe ich alles erst durch Detlef so kennengelernt und einfach auch gemerkt oder gehört, was es überhaupt für schöne Lieder gibt von den Bee Gees. Ja, also, das heißt im Prinzip, Ihr Einstieg war dann eben mit 11, ne? Das ist das, was Sie immer so in Erinnerung hatten und ab da ging es dann los? Genau, ab da ging es los, habe ich mir dann auch jede Platte oder jede CD dann später mal von den Bee Gees gekauft. Aber so die alten Sachen kannte ich halt nicht so. Ich meine, gut, Stayin' Alive, Night Fever, das kennt jeder. Das sind die Songs überhaupt, ja. Aber wenn man sich überlegt, was die Bee Gees so noch alles an Songs haben, und was gar nicht so bekannt ist auch für die Menschheit, ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt sind die Zwillinge ja leider verstorben. Das war natürlich für Sie als Fans mit Sicherheit eine harte Zeit. Es gab ja eines der Konzerte von Robin, wo Sie noch waren, auf einem der letzten. Und da sind Sie aber vorher gegangen. Ne? Wie war das? Nee, ja, das war nicht das letzte gewesen. Noch nicht ganz das letzte. Das war in Belgien. Dort ist er 2011 aufgetreten. Bei einem 2010. 2010 bei einem Festival. Und wir hatten ihn eine Woche vorher noch in Mainz gesehen. Und da war der so gut drauf gewesen. Also da haben wir schon gedacht, was ist jetzt los? Mhm. Und gerade eine Woche später, das war der 14. August gewesen. Schlimm. Ja, also ich meine, wenn ich persönlich schon sage, nee, ich tue mir Juliet nicht an. Ja, ich meine, Juliet, mein Favoritensong, wo er eigentlich immer seine Rose bekommt von mir.
Ich konnte es mir einfach nicht antun. Ich habe so eine Angst gehabt, dass sie ihn dann ausbuhen oder keine Ahnung mit was werfen, weil er stimmlich dann so schlecht drauf war. Und man hat ja erst im Nachhinein dann erfahren, woran es gelegen hat. Mhm. Ja, das sind halt also die Anfänge gewesen, wo er so massiv mit den Magen-Darm zu tun gehabt hat. Nee, und auch jetzt gerade Juliet, ich meine, das war dein Paradesong. Und wenn er den nicht mehr perfekt singen kann, also wir haben echt Angst gehabt, was jetzt los ist, weil davor war er also total anders, ja. Und wie gesagt, eine Woche später dann genau das Gegenteil. Und das heißt, sie haben sich dann haben aber vermutet, dann, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Irgendwas nicht in Ordnung. Und das ging also emotional dann gar nicht mehr. Also da sind wir dann doch lieber gegangen, schweren Herzens, aber. Aber sie halten ihn in Ehren. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch auf jeden Fall. Geht nicht vergessen. Wir sprechen gleich weiter. Ich komme jetzt mal kurz zu unserer wunderbaren Hallo Hessentasse. Dieses schöne Stück, das würde ich nämlich gerne vergeben. Und wenn Sie zu Hause sagen, Mensch, diese Hallo Hessentasse, die wollte ich schon immer haben, dann ist es gar nicht so schwierig. Sie müssten nur eine Frage beantworten. Und zwar ist das die folgende. Was versteht man im Odenwald unter Gehlerive? Ist das A, sind das A Karotten? Ist es B eine Käsereibe? C die Glatze oder D doch eine lange Nase? Wenn Sie zu Hause irgendeine Idee haben, dann rufen Sie uns doch an unter der 0800 627 27 26 und dann vergeben wir die Tasse gleich hier in der zweiten Stunde. So, jetzt gucke ich mal in die Runde. Herr Brandt ist zu uns gekommen, hat das Ganze von drüben verfolgt. Wie stehen Sie zu den Bee Gees? Ach, ich habe die auch gerne gemacht, aber ich bin jetzt nicht so ein fanatischer Fan von Bee Gees oder anderen. Das heißt, Sie haben nicht so ein ausgestattetes Wohnzimmer? Nein, habe ich nicht. Wie die beiden hier. Nee. Haben Sie denn eine Lieblingsband? Eine andere? Nein, eigentlich habe ich viele, die ich gerne höre. Ich bin da nicht fixiert auf irgendwelche speziellen Bands. Das geht von Beatles über Stones, über also alles so meine Zeit früher. Haben Sie denn Beatles, Stones und so auch in Ihren Regalen stehen? Aber natürlich. Ja. Wie gesagt, ich habe 20 Jahre Diskjockey gemacht und da hat man schon so ein Repertoire. Und dann habe ich einige Jahre im CD-Großhandel gearbeitet, wo dann auch das eine und das andere Stück abgefallen ist. Also man hat schon also gerade so die Zeit, als ich groß geworden bin, also die 60er, 70er, 80er Jahre, haben wir schon. Also zumindest die großen Gruppen, also mindestens eine Greatest Hits CD. Aber als DJ hört man dann schon so als Bee Gees-Fan öfter dann mal die geliebten Songs aufgelegt. Kann man leider nicht verneinen, ja, das stimmt schon. Und was hören Sie ansonsten noch gerne, wenn es mal nicht die Bee Gees sind? Ja, so speziell so die 80er sind halt, das ist die Musik, mit der ich groß geworden bin. Gut, Alphaville ist absolut Favorit. Ja, wen gibt's noch? Ja, einfach so die softigen Sachen halt. Mhm. Ich stehe so eher auf die softigen Oldies, aber allgemein auch. Also durch Detlef habe ich halt wirklich viele Bands auch kennengelernt, die ich vorher gar nicht so kannte. Und ja, einfach klasse. Die also, du Oldies. Auch nicht magst. Ja, ab und an dann mal so ein bisschen der Haussegen schief. Oldies allgemein gibt es sehr, sehr viele schöne Bands. Ja. Wir sprechen gleich noch weiter über Ihre Leidenschaft rund um die Bee Gees und